So, ne, dann hätten wir es erledigt. Ja, damit hätten wir die Quest. Jetzt müssen wir, ja, entweder den guten Steht im Wasser suchen oder uns eine neue Quest suchen, wie die da oben, die du gerade annehmen wolltest. Ja, dann machen wir die da oben. Ist okay, okay, dann sind wir immer hier in der Nähe. Genau. Übrigens, mit Mausrad kannst du deine Ansicht ändern. Ja. So, machst du? Ja. Aber ich habe kein Quest-Symbol über dem. Großartig, einfach also, aber großartig. Ich schon. Das ist mein Glück. Wo liegt denn das Problem? Achso. Manchmal wünschte ich, ich wäre nie aus meinem Ei geschlüpft. Ich kam nach Steinfälle, um Guar-Hirte zu werden. Schröter haben mein Vieh gefressen. Ich bin dann nach Davons Wacht gegangen, um Schankwirt zu werden. Ein Haufen Nord hat mich daraufhin durch die Straßen gezerrt. Er scheint es schwer gehabt zu haben. Es kommt sogar noch schlimmer. Ich ging nach Westen, um mich im Bergbau zu versuchen. Es fing alles gut an. Ich habe mir etwas Ausrüstung besorgt und sogar ein paar Einheimische überredet, mir zu helfen. Aber dann brach der Vulkan aus. Was ist das denn für eine Antwortmöglichkeit? Ja, ouch, also. Ja, dort, okay. Wo ich graben wollte, lag natürlich eine dädrische Ruine. Komplett mit Geschrei und rituellen Gesängen. Sogar Monster mit Schaum vorm Mund waren da drin. Doch das ist alles kein Vergleich zu dem, was passiert ist, als ich Brandy über die Wurzeln eines Hists verschüttet habe. Dann habe ich mir mal bei einem Pfandleier in Ebenherz einen billigen Dolch gekauft. Doch als ich ihn am Gürtel fingen irgendwelche Kultisten an, mich zu verfolgen und riefen dabei immer nur: Soll ich anklicken oder hast die du schon? Klinge, die Klinge! Ich habe den Dolch in den Fluss geworfen und dann die Beine in die Hand genommen. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich will nicht wissen, was er mir sonst noch zu erzählen hat. Bitte lass mich einfach gehen. Meine Fresse. Der Typ erzählt Geschichten. Nun gut. Okay, wir sollten gehen. Passt auf, wohin der Fluss euch trägt. Denn Daedra kann man niemals trauen. Das ist wohl, glaube ich, das einzig wahre Wort, was du gerade gesprochen hast. Leb wohl. Oh Mann. Also war der nur zum Quatschen da. Ja, deswegen wundert es mich, wo du ein Quest-Symbol gesehen hast. Keine Ahnung, also da waren es halt die anderen. So. Aber ich hab ne Kiste, Ich hab zwei Kisten schon aus. Scheiße, die musst du mal aufschließen. Ich hab keinen Dietrich mehr. Aber ich hab ihn. Oh, du hast, musst sogar mit Zeit arbeiten. Scheiße! Müssen wir mal in die Stadt zurück? Scheiße, zu spät! Warte, ich war noch. Nochmal. Oh, verdammt! Mein letzter Dietrich. Verdammt! Ihr Schweine! Ich will doch lieber meinen Blitzstaub an, da gewinnt mir besser. Okay. So, dann gehen wir erstmal in die Stadt zurück, würde ich sagen. Und ja. Holen uns ein paar Dietriche-Pfeilfette. Ist eine Idee. Warte mal.
an. Wo ist eigentlich die Stadt? Mal markieren. Wie kann man die Stadt markieren? Wie war denn das? Indem du eine Markierung setzt. Ach, zieh es jetzt mit F. So. Folg mir einfach. Okay. Oh. Cool, ich habe ein Buch gefunden. Neues Buch entdeckt. Oh. Die Brüder der Zwist. Wie viele Seiten gibt's? Zwei. Okay, warte. Die Brüder der Zwist von Nili und Marvel. Meine Mitgelehrten möchten euch gern Glauben machen, die Elfen der Aschlande seien unbesiegbar. Als Beweise führen sie den Roten Berg und die glorreichen, wenn auch hart erkämpften Siege gegen die Dwemer an. Doch einst war unser Volk so hell wie die Berghänge von Himmelsrand. In jenen fernen Zeiten wurden wir am Rand einer Niederlage getrieben. In der Zeit vor dem Roten Berg waren wir damals als Chimär bekannt. Wir waren nur eines von vielen Völkern der Meer, das an den Ufern der inneren See sein Dasein fristete. Dann kamen die Nieder. Auch wenn die Nord heute unsere Verbündeten sind, waren die Nieder damals Feinde von finsterer Natur. Sie gierten nach Land und nach Beute. Wir begegneten ihnen mit offenen Armen und Diplomatie, doch sie schlugen sie uns ab. Jeder Elf, der der Horde in den Weg geriet, fiel ihnen zum Opfer. Männer, Frauen und Kinder. Die größten Generäle jenes Zeitalters waren Brüder Balret und Sadal, führten eine Armee entschlossener Krieger gegen diese Horde. Zunächst versuchten die Menschen aus der Asche zu jagen, doch im späteren Verlauf des Krieges ging es nur noch um Manöver zur Verteidigung und Ablenkung. Wenn eine Streitmacht von Chimär ihr Blut opferte, damit die Bewohner eines Dorfes sich retten konnten. So war dies schon klug vergossenes Blut. Nach nur wenigen Jahren herrschte die Nieder über einen Großteil dessen, was wir heute Steinfälle nennen. Die Chimär-Armeen wurden von der inneren See und Verstärkung aus Fadenfell abgeschnitten. Immer wieder mussten sich die Brüder zurückziehen, bis ihnen schließlich nur noch eine kleine Elitetruppe aus Zauberern und Soldaten blieb. Diese Streitmacht suchte Schutz in einer uralten dädrischen Ruine. Was genau in jener Ruine geschah, ging im Lauf der Zeit verloren. Doch die gewaltigen Statuen, die heute an den Ort zu sehen sind, als stummes Zeugnis der Ereignisse zurückgebliebenen. Der Tod der Herr Chimären-Generäle beendete den Krieg. Aber zu welchem Preis? In diesen Ruinen wurde die sogenannten Brüder der Zwist geboren. Meine Forschung belegen, dass die Magier von Warnfell diese Bestien schließlich binden konnten. Doch erst nachdem die Brüder als Leben hunderter Menschen und mehr ausgelöscht hatten. Es folgte eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte unseres Volkes. Die unaufhaltsamen Bestien färbten die Asche rot vom Blut. Und es stammte von Chimär, wie Nidem gleichermaßen. Wir konnten nur darüber spekulieren, was die Brüder nach Nim gebracht hatte. Womöglich hatte ein dädrischer Fürst sie in diese Ruinen beschworen. Vielleicht hat sich Shekorat nur einen Spaß erlaubt. Oder Bötjan wollte grausam jemandes Überlebenswillen prüfen. Als die beiden Bestien schließlich in die Zwillingsspitzen von Steinfälle ihre Ruhe gebunden wurden, waren ihre Klauen befleckt vom Blut der Geschichte. Wir können nur hoffen und zu den Dreien beten, dass die Aschlande in Zukunft von ihresgleichen verschont bleiben. Puh, okay. Oh Mann, krasse Geschichte. Oh ja, also Hut ab. Hut ab. So, abheben wollten wir ja. Wir müssen hier über den Fluss. Da können wir versuchen. Na, fast. Ganz kleines Stück.
Ja. Hey, hier ist eine Quest. Na, wo? Hier. Hier geradezu. Ja, dann nimm mal die mit. Vorsicht, hier wird drüber springen. So, da vorne, in dem Brunnen. Komm, da versteckt Kramer, sich jemand. Braves Kramer, bitte friss mich nicht. Drei in Ohren. Na dann, mach du mal. Drei, ja, zwei, eins. Los. Entschuldigt mich. Habt ihr zufällig Kramer gesehen? Vielleicht westlich der Siedlung? Wenn ihr welche seht, könntet ihr sie dann zu meiner Mine führen? Okay, erstens wundere ich mich, warum du sagst, aber ihr sucht nach Kramer? Ja, als der Vulkan ausbrach, bekamen meine Arbeiter Angst und flohen. Jetzt greifen sie jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Normalerweise sind sie ängstlich. Ein paar Schläge sollten sie also ruhig stellen. Warum ruft ihr sie nicht zusammen? Das war doch eine einfache Lösung. Seht mich doch an, ich bin verletzt. Schlagt sie ein wenig, dann benutzt diese Pfeife. Sie wissen dann, dass sie zur Höhle zurückkehren müssen. Okay, dann gib mir die Pfeife. Denkt daran, bändigt sie und benutzt dann die Pfeife. Wenn ihr das nicht macht, fangen sie wieder an zu kämpfen. Ich werde bei meiner Mine sein, westlich der Siedlung. Ich muss retten, was noch zu retten ist. Was ist denn nun eine Kramer-Mine? Dort kann man Kramer-Eier finden. Man kann auch Kramer-Sekret sammeln. Eine wachsartige Substanz, die sie absondern. Okay, das klingt nach einer Mine. Nun, es ist ein Loch im Boden, in dem Kramer leben. Also, ich weiß es nicht. Für Tränke, denke ich, oder als Gegenmittel für Gift oder verunreinigtes Wasser. Okay, okay. Wofür wird denn das Sekret verwendet? Ich ernte es nur. Ah, alles klar. Na gut, dann kümmern wir uns drum. Leb wohl. Okay. Ist er verletzt? Das sieht aus, als würde es sich verstecken. Ja, habe ich auch erst gedacht. Mine im Streik. So, warte mal, ich guck mal, ob wir das nicht irgendwie rausrufen können. Da läuft so viel durch einfach durch die Gegend. Blub, blub. Irgendwo drauf werden? Kann man nicht, hä? Nee, kannst nur benutzen, eventuell. Na gut, dann auf zur. Ja. Zur Quest, hä? Ja. Ist ja, folgt ja einfach. Oder hier in der Nähe gibt's ja auch einiges. Hier, wir müssen hier hin. Wo? Hier! Warte, ich hab auch eins. Ich hab auch eins. Na? Warum kann ich die Pfeife nicht verwenden? Achso, nee. So. Dann haben wir schon zwei. So schnell geht das. Ja. Ist das tot? Da, ich hab noch welche. Er klaut mir ja alle Viecher. Das ist uncool. Ich finde keine Viecher mehr. Tralalala. Wo sind die Viecher hin? Ach, da hinten. Huch.
Alles erledigt, okay. Wir können. Da habe ich jetzt nicht ganz so viel mitgeholfen, wie ich wollte. Ja, es kommt doch. Oh, egal. So, ich bin hinter dir. Dann geht mal die Quest mal ab. Wir müssen ja healen. In die Mine, achso. Da bin ich gerade oben drin. So, dann 1, 2 Schaut und euch drei. All meine wundervollen Quama an. Ihre Knopfaugen, das sanfte Pulsieren ihrer Bäuche. Ich kann euch gar nicht genug danken. Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde selbstverständlich die Mine wieder in Betrieb nehmen. Quama können sehr gut graben, wisst ihr? Vor allem die Arbeiter. Okay, dann schließen wir die Quest mal ab. Na klar, dann. So viel Arbeit zu erledigen. Ich kann diese Mine nicht ewig unbewirtschaftet lassen. So sehe ich das auch. Leb wohl. Genau. So, da haben wir das natürlich auch. Sehr schön. 24 Gold. Ja. So. Jetzt. Ja. Zur Stadt würde ich doch was sagen, oder? Ja, dann folge ich jetzt einfach mal dir. Weil die Stadt ist ja noch bei mir noch. Immer noch. Das meine ich ja. Ah, fast. Und, ja. Spring! Oh, gut. Tut mir leid. Ich muss noch ein paar Monster killen. War passiert, kommt vor. Ja. Aber irgendwie bekommt man dafür nicht wirklich XP, kann das sein? Ja, ich weiß gar nicht überhaupt, wo die XP gespeichert werden. Oder wo man das genau sieht. Ah, hier ploppt gerade eine Quest auf irgendwo. Ja? Hier vorne. Da, bei dem einen Geist. Ja, gehen wir mal schnell. Der ist heller als alle anderen. Es fließt so langsam. Oh! Viel langsamer, als ich es in Erinnerung hatte. Und los. Eine lebende Seele. Es ist so lange her. Wieder am Fluss zu wandeln ist so seltsam und so traurig. Warum seid ihr denn so ein betrübter Geist, wenn ich fragen darf? Die Chima werden uns nie nach Aetherius ziehen lassen. Um ihren Seelen die Freiheit des Flusses zu schenken, müsst ihr diejenigen vernichten, die über sie wachen. Wenn ihr das tut, findet ihr mich auf der Straße, die von hier fortführt. Ich spüre etwas, das ich mit eigenen Augen sehen muss. Kann man nicht euch irgendwie befreien oder helfen? Wir werden euch befreien. Okay, dann wollen wir diese Quest mal angucken, oder? Anvisieren, die hat den Tod davon. Alter, das hat auch gerade geplaut. So, wo haben wir denn die Quest? Ach, da müssen wir noch. Hä? Warum direkt? Wohin müssen wir denn? Ach, wir sind schon drinne. Wir müssen drei von den Spektralen befreien. Wir wissen, was wir zu tun haben.
Sind das die? Nee, ja? Ich hab keine Ahnung. Haben wir irgendwie Questgegenstand? Mal da gucken? Nee, haben wir nicht. Warte mal, irgendwo war doch... Ich versuch's einfach mal. Okay, ich kann sie nicht befreien. Gut, okay, das war gerade ein bisschen schlecht. Aber das kann man ja nicht riechen. Nee, nö. Wir müssen halt mal... Ah, warte mal, hier, guck mal. Hier ist drüben, guck mal, hier. Hier, guck mal, hier quält auch einer die. Guck mal an. Da müssen wir den Typen hier kaputt machen. Die nicht! Ja, oder? Rang bei Licht. Ah, nee. Okay, jetzt war es halt auch nicht. Da! Ah, so sieht das also aus. Na, dann wollen wir den Typen mal kaputt machen. Das weiß ich zu schätzen. Alles klar, die erste haben wir. Ne, zwei von drei. Schon zwei. Wo haben wir denn noch was? Da vorne, oder? Hier, ich hab einen. Ja, warte. Wo? Wo hast du ihn? Okay, da hat sich gerade verabschiedet. Hier, ich hab was, komm. Ja, ich hab's auch gesehen, geradeaus. So, dann zurück. Hier unten steht sie schon. So, 1, 2 und 3. Meine Nase vernimmt starken Schwefelgeruch. Selbst als Geist riecht dieser Ort nach Asche und Tod. Habt ihr getan, worum ich euch gebeten habe? Dich kann ich ein bisschen... Ich kann meine Waffe nicht wegstecken. Oh, warte mal, ich mache jetzt erstmal. Jetzt, warte. Muss mir bloß sagen, wenn ich weitermachen kann. Ja, jetzt. Okay. Ihr seid sehr freundlich. Ungewöhnlich freundlich für einen Ort wie die Aschlande. Ich stehe hier, rieche die gute Luft und wisst ihr, was ich gelernt habe? Was habt ihr erfahren? Isaks Leel, die ihr gerettet habt. Die Agonia. Sie sind nicht die einzigen, die in Gefahr schweben. Ein im Nachgang eines Krieges geschmiedeter Pakt ist zerbrechlich. Allzu zerbrechlich. Vergesst nie die Gewalt, die meinesgleichen in unserer Geschichte angetan wurde. Und behandelt sie gut. Während ihr am Ufer des Flusses wandelt. Vielen Dank für diese Warnung. Meine Brüder sind sicher. Und überall in den Aschlanden sprießt Hoffnung. Ich gehe nun flussabwärts, um in den Strömen von Etherius zu schwimmen. Seid sicher auf all euren Wegen, Reisender. Danke. Heilungsstab. Mal gucken, was das da haben wir fast Level 6 erreicht hier. Oh ja. Juhu. Ich kann dich heilen. Okay. Das ist cool. Das bringt mir nichts, weil ich ja auf Blitz getrümmt bin. Aber du kannst ja multiple handeln. Oh boah, ja. Ja. Wo bist du? Achso. Hinter dir. Richtung Stadt, hä? Wo wollten wir ja? Boah. Da ist erstmal das meiste los grundsätzlich. Ja. Ja, Stufe 6 auch nicht mal weit. So. Zum Gruße.
begonnen, die Zuflucht. Keine Sorge, nur ihr könnt mich sehen. Kommt, wir müssen reden. Oh, der Typ, der Anfang. Das war der Kurt, der hat den seine Stimme. Wir sollten mit denen reden. Und wo ist der? Warte mal, Questbuch? Hauptgeschichte. Geht weiter. Die Zuflucht. Ah. Okay, wo ist das jetzt? Da. Oder? Wir müssen wieder hier durch, da. Ja, achso, ja, hier. Nee, wieder rein? Hä? Vielleicht ist er das hier. Nee, Scharnier. Ich guck mal auf die Karte. Sollt ihr von am Tor sein? Sucht steht im stillen Wasser. Betretet die Pilzgrotte. Ja, wo ist denn die Pilzgrotte? Du bist ja jetzt ganz woanders. Na hier. Sprecht mit dem Propheten, ja. Würde ich ja gern. Ich fühle mich verarscht. Der müsste hier irgendwo sein, der Typ, ey. Also haben sich die Bretonen mit den Orks verbündet. Das wird gut ausgehen. Hä? Okay. Ja. Okay. Mal wieder. Ja, ob das jetzt... Hä? Das war vorhin bei mir aber auch. Mal wieder gibt es einen kleinen Bug in diesem Spiel. Sicher? Und wieder einmal sind wir bei über einer Stunde angekommen. Und ja, würde sagen, damit wir dann jetzt irgendwann mal... Ja, wahrscheinlich möchte das Spiel nicht, dass wir länger als eine Stunde das Spiel spielen. Am Stück. Also, ja, hören wir doch einfach mal drauf und beenden damit die Folge fürs Erste, denke ich doch mal. Das heißt, in der nächsten Folge können wir hoffentlich mit der Hauptstory weitermachen und werden den Propheten sehen. Ja, oder sind wir einfach nicht gläubig, dass wir jetzt keine Geister mehr sehen können? Aber all das und viel mehr werden wir herausfinden in der nächsten Folge. Bis dahin! Tschüss! Ich freue mich! Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Together, die Elder Scrolls Online. Ciao, euer Viewer LP und Jimmy Hell LP. Tschüss! Ciao!
Ja.